Es gibt ein ganz prinzipielles Problem bei der Steuerpolitik in der Europäischen Union. Sie muss immer einstimmig beschlossen werden. Die EU hat schon tatsächlich versucht, gegen Steuerdumping auch in den eigenen Reihen vorzugehen. Aber wann immer es ans Eingemachte geht, dann findet sich eben ein Land wie Irland oder Luxemburg, was dann doch am Ende dagegen stimmt. Diese schwarze Liste ist also nur ein Anfang. Aber Finanzexperten sagen, ein bisschen was hat sie doch schon gebracht. Denn in den letzten Monaten, als diese schwarze Liste verhandelt wurde, haben doch viele Länder in letzter Minute schärfere Steuergesetze beschlossen, weil sie eben doch nicht auf dieser schwarzen Liste stehen wollten.